Traditionellen Osterspaziergänger wissen ganz genau, was passiert. Sie warten nämlich auf die Startkarten. Und wir machen mal Folgendes, dass wir hier nicht so einen leeren Platz haben. Die netten Damen und Herren vom MDR, wir bitten einfach mal hier vorne die Karten zu verteilen. Neujahrs Startschuss. Keiner geht vorher los, ne? Ist also strengstens verboten. Sie kriegen aber die Startkarten jetzt schon hier. Und ich möchte Ihnen auch ganz kurz noch mal Kollegen vorstellen, die so nach und nach kommen und die Sie dann auch auf der Strecke treffen. Bert, grüß dich, komm in eure Mitte. Johannes, du hast gerade einen Einblendung im Radio gemacht, was hast du erzählt? Das ist ein perfektes Wetter. Es ist über Schalkau, dass ich blauen Himmel sehe, Sonnenschein und nur freundliche Menschen. Habe ich auch den Eindruck. Bert, du hast auch so richtig. Ja, ich war am Bahnhof, am Hauptbahnhof von Schalkau und habe dort die ersten Male begrüßt, die aus Eisfeld und der Südschulenbahn gekommen sind. Waren es viele? Es waren 12. Immerhin. Aber sie haben wunderbar das Rennsteiggebiet gesucht. Mit Lokführer 12 oder ohne? Ade, mein Lieber, Ade, mein Fürstenschuss, mich nicht gesehen. Grausam und gnadenlos, mein Lino B, auf in den Wind. Mein Lieber, geh aus deinem Namen, mich nicht gesehen. Und mich deinen Namen, mein Lino B, auf in den Wind. Habe ich daher, dass sie unterhalb der Burg Landfahrer ihren Lagerplatz zugewiesen bekamen. So um das Jahr 1630 während des 30-jährigen Krieges lagerten also Zigeuner am Fuße der Schaumburg. In einer warmen Sommernacht trafen sich die Zigeunerin Susa und Jörg, ein stattlicher Schalkauer Bursche. Carlo, der Verlobte der schönen Zigeunerin. Die Lampe in der Hand. Ich bin ein Lustgewand, das Mann, so völlig unbeschwert. Mein Bier dringt durch Busch und Tal, das jeder gern erhört. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, für ein Sammeln Lieder bin ich frei. But no charge shall against him could take you. Nee, dann mach ich. Oh, das ist auch nicht geil. Ja, ist aber richtig schön. Nee. Thank you.
beim größten Schuss bricht ich die See. Grausam und gnadenlos, mein Lied, oh weh, auf in den Wind. 10 Kilometer, das ist ein toller Nachmittag. Besser könnte ich mir das nicht vorstellen. Also, herzlichen Dank nochmal und zwischendurch auch mal ein herzliches Dankeschön an unseren zweiten Robert, Robert Wolf mit seinem Team an der Technik, der heute Morgen aufgebaut hat. Opa, hier ist der gelbe Weg. Ja.